Der wurde noch nie gewechselt, sag ich dir jetzt schon. Ach du Heilige, ich kann nur runterfassen. Aha. Guck dir das an. Zack. Willkommen bei der Kfz-Putze. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den Taxi und ich werde langsam müde. Warum? Wir haben so viel gemacht an diesem Auto. Gefühlt fast alle Teile vom Mercedes. Oh, unter der Sonne sieht man das hier. Krass, die waren hier, ne? Querlenker, Radlager und. Wir beheben ein Problem, dann kommt das andere zu Vorschein. Und wir haben nicht lange zu unserem Pothole-Rally. Am 22. fängt das an, also sprich nach einer Woche. Und das Auto ist immer noch nicht fertig. Es ist unglaublich. Und wie viele Sachen wir noch hier einbauen müssen. Ja, und jetzt, ja, im letzten Video haben wir die Düsen gemacht. Alles super, läuft jetzt einwandfrei. Das ist unser schöner Mercedes. Aktuell haben wir ein Problem, wenn wir berghoch fahren, der schaltet nicht hoch. Weil wir haben den davor natürlich nicht so ausgiebig gefahren. Wir haben natürlich Leistungsmessungen und so gemacht gehabt, klar. Da war ja auch alles in Ordnung. Aber später wurde es ja immer schlimmer und schlimmer. Was machen wir heute? Getriebeflüssigkeit raus, werden die Mechatronik ausbauen und werden diese Platine, diese elektrische Platine abbauen und gucken, ob es daran liegt. Ich muss aber dazu sagen, ich bin kein Getriebespezialist. Mechanik sitzt hier, das ist hier unser Getriebe. Ich will erstmal gucken, wie das Öl erstens aussieht. Und zweitens will ich die Menge sehen. Wir haben den warm laufen lassen und haben natürlich gemessen und haben gesehen, er ist auf Maximum. Wann wurde es gewechselt? Wurde er überhaupt mal gewechselt? Wir wissen das nicht. Die werden wir auch wechseln. Achso, was ich noch habe, ist klar, Stecker vom Getriebe, Nockenwellensensoren bei Mercedes, wenn die mal anfangen, Öl zu verlieren, ist das ein sehr, sehr bekanntes Problem. Und beim Getriebe kann das genauso sein. Das heißt, wenn wir diesen Stecker gleich ausbauen und in diesem Stecker sehr viel Öl ist, dann müssen wir oben am Steuergerät mal schauen, ob das ganze Öl nach oben gewandert ist. Das kann passieren. Auch ihr da draußen, schaut da drauf. Wenn das der Fall ist, definitiv das wechseln. Und nicht nur die Dichtungen, am besten komplett. Das kostet 10, 15 Euro das Teil. Das könnt ihr auch machen, da braucht ihr auch kein Getriebeöl wechseln oder was weiß ich. Stecker raus, Stecker rein, fertig. Weil die Mechatronik ist sehr, sehr wichtig. Und dann werden wir natürlich auch später sehen, wenn wir das alles abbauen, wie sieht das Innenleben aus? Sind da sehr viele Späne? Ist das Öl sehr schwarz? Weil wir haben hier eigentlich rotes Öl. Das Getriebeöl müsste auf jeden Fall so aussehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das dann da drin aussieht. Wow! So, aufpassen, Ivo. Aufpassen, aufpassen. Jetzt müssen wir mal gucken, was für eine Brühe hier rauskommt. Dann bin ich echt mal gespannt. Pechschwarz, habe ich mir schon gedacht. Das sollte eigentlich rot sein, ne, Ivo? Guck dir das an. Naja. Pechschwarz. Schauen wir den Schalter schon mal raus. Da bin ich mal gespannt, wie der aussehen wird. Ich hoffe nicht sehr ölig. Weil wenn er ganz ölig ist, dann haben wir eigentlich schon, ich sag mal, unser Problem gefunden. Dann, ne? Das ist unser Schalter, der ist schon ölig. Schon mal kein gutes Zeichen. Einmal mal runter. Zack, da kommt er schon entgegen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, okay, wir können den noch nicht ganz rausholen. Dafür müssen wir erstmal die Schraube abmachen. Das machen wir jetzt aus. Zack. Einfach den Hebel und dann siehst du, ach, so ölig ist der gar nicht. Der ist gar nicht ölig. Ist doch super. Hier haben wir eine Schraube da drin. Die holen wir raus. 7er, glaube ich. So, der ist ab. Und jetzt müssten wir den so rauskriegen. Bam. Und aufpassen, dass alle Dichtungen rauskommen. Zwei Dichtungen haben wir. Ja, ist cool. Der war auf jeden Fall dicht. Schön. Wenigstens eine gute Nachricht hier. Und wie du schon siehst, kommt der schon. Ja. Nicht alles gut gedreht hier. Da siehst du erstmal, wie viel da noch drin ist, ne? Ach, wir hätten sehr lange gewartet. Alter. Alter, wird der überhaupt mal gewechselt, ey?
mir mal ein Datum, bitte. Das sind die ganzen Ablagerungen, ne? Mercedes-Benz. Der wurde noch nie gewechselt. Sag ich dir jetzt schon. Boah, guck mal den Innen mal an. Hat nichts mehr mit Filter zu tun. Das ist ein Magnet, Ibo. Weißt du, was dieser Magnet macht? Der fängt die Späne auf. Guck dir das an. Das ist Flüssigmetall schon. Der könnte bei dem nächsten X-Men-Film mitmachen. Guck dir diese Schicht an. Ich bitte dich. Ach du Heilige, ich kann nur runterfassen. Wow. Wow, 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 wow. Ey, sowas habe ich noch nie gesehen. Nicht so viel. Achte mal. Ja, ist ja klar, dass er nicht schaltet. Wie soll er auch schalten? Das Öl sollte rot sein. Das ist schwarz. Was wir jetzt sofort machen, Mechatronik, bauen wir direkt aus. Guck dir das an. Ja. Wahnsinn. Hier, überall. Ey, wir machen hier safe eine Getriebespülung. Safe. Wow. Okay, wir müssen hier die vier Schrauben abmachen. Diese vier. Und diese fünf müssen wir abmachen plus den hier. Dann kommt diese Mechatronik runter. Vorsicht, Vorsicht. Wird du nicht dreckig? Und so sieht das Ganze aus. Wie so ein ABS-Ring. Wir werden den jetzt einmal ausbauen, alles schön hinlegen und später wieder einbauen. Einer ist für das Wandler Überbrückungskupplung. Das müsste der sein, glaube ich. Und die sind, glaube ich, jeweils für den ersten, zweiten, dritten Gang, glaube ich. Ich weiß es nicht. Da kenne ich mich einfach nicht gut genug aus. Ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Ja. Das ist das erste hier hin. Jetzt bauen wir den aus. So, zack. Zack. So, der ist hier. Da sind Dichtungen drauf. Der ist dort. Auch Dichtungen drauf. Boah, warte mal, wie dreckig die sind. So, die kommen hier hin. So, der dahin. Und der dahin. Gut, und dann müssen wir das hier ausbauen. Das hier kommt raus. Das müsste hier. Okay, so geht der ab. Gar nichts gemacht, aber ist abgegangen. Schön. Der hier kommt direkt neu. Das wird gleich alles unser Spülgerät machen. Weil den kann man nochmal ausbauen. Darunter ist nochmal so eine Platte. Darunter noch eine Platte. Hier kann man alles ausbauen. Da sind nochmal Ventile und so. Aber wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus. Das ist unser neues Teil. Einmal. Und. Okay, der ist drin. Jetzt werden wir die Ventile kurz sauber machen. Und dann werden wir alle einzelnen wieder einbauen. Und danach bauen wir das Ding auch sofort wieder zusammen. Ne? Jetzt machen wir den Stecker neu. Ich habe jetzt nicht alles mitgekriegt. Was macht ihr? Ah, das ist jetzt, ich muss das Video schauen. Stecker wieder rein. Und zack, Stecker drinne. Zerfleddert sieht das aus. Da sind Späne. Echt jetzt? Ach du meine Güte, was ist das? Späne. So viel? So viel. Das ist unser Magnet. So viel? Ach, das ist das Magnetteil, was alles aufsammelt. Okay. Ja. Guck dir das an, wie dick das ist. Nicht dick, ja. Wie dick das hier ist. Ja, ist ja normal, dass er nicht mehr schalten kann. Ist ein Wunder, dass er überhaupt schaltet.
Getriebebilder war noch das Originale. Was ist das? Das ist das. Der wurde noch nie gewechselt. Das kannst du als 0W30 verkaufen. Ist das jetzt Getriebeöl, oder? Das ist Getriebeöl. Okay. Aber wichtig ist jetzt, dass wir das ganze Öl von diesem Wandler alles rausschießen. Mhm. Und das kriegen wir nicht raus. Wo ist denn dieser Wandler eigentlich? Der ist ja hier drin. Und da gibt es auch keine Ablassschraube. Ich glaube, die letzten Ablassschrauben waren alle bei 124er. Finde ich schade, weil da hätte man schön das Ganze rausgeholt. Enger! Das waren wir nicht. Oder was los? Mhm. Ja, aber. Oh, verborgen. Mhm. Nichts, was wir nicht hinkriegen. Da ist gerade was reingefallen, ne? Also wenn unser Getriebe so empfindlich wäre, hätten wir längst schon einen Getriebeschaden. Also erstmal gucken, ob die Dichtung sitzt. Ganz, ganz wichtig, bevor wir weitermachen. Gucken, alles gut. Super, so muss das sein. Jetzt können wir auch mit der Hand festziehen hier. Gut, und die Schrauben zu. Machst du da wieder so einen Filter rein zum Gucken oder brauchst du nicht? Nee. Ist ja klar, dass da Stahl drin war, ne? Genau. Ivo, kannst du das obere festhalten? Dass wir einfach mal einen groben Zahl haben. Bild. Also sagen wir mal 3,5 Liter machen wir rein. Wir lassen jetzt erstmal warm laufen, kontrollieren einmal das Getriebe, Ölstand, und wenn er auf Maximum ist oder fast voll ist, ja, dann können wir erst eine Probefahrt machen. Gibt's da vorher nicht. Wie bei dem anderen Ölstand so? Ja, ja, hat er. Ne? Der muss aber warm werden, der muss ungefähr so 70, 80 Grad werden. Ah, okay. Im laufenden Zustand kontrollieren, ne? Ganz wichtig. Mein Getriebeöl. Der schaltet sich gut. Bis jetzt? Also das war ja immer sporadisch, ist nicht immer passiert. Ja, ne? Das heißt, gleich Berg hoch geht erst recht. Genau, gleich, wenn wir auf der Autobahn sehen, ob er wieder zieht oder nicht. Ich sag dir, seit wir die Düsen eingebaut haben, habe ich keine Leistung mehr. Nicht mehr die Leistung, die ich vorher hatte. Aber der schaltet gut. So 2000 Umdrehungen, 2100 schaltet der. So einen leichten Ruck hat der, ganz leicht. Aber das kriegen wir mit der Getriebespielung auf jeden Fall wieder super hin, dass er sehr sanft schaltet. In der Wahrheit, wird er jetzt Leistung haben oder nicht? Boah, ich bin jetzt echt aufgeregt. In wenigen Sekunden wissen wir mehr. Wissen wir mehr, genau. Gleich haben wir es. So, berghoch. Hier hat er schon mal Leistung. Aber du hast ja gesagt, das kommt nicht immer. Nein, also bei 100, ab 100 so. Nee, das, hier hat er auch schon keine Leistung gehabt, eigentlich. Ja? Ja, geil. Also das freu dich nicht zu früh. Nein, warte, genau. Warte. Bitte nicht zu früh freuen. Ja, lass erst mal gucken jetzt. Ja, aber ich habe jetzt gerade auch so eine. Oh. Weißt du, ich fahre ja schon langsam. Und. Yes, Mann. Yes, Mann. Yes. Was sagst du? Der schaltet doch. Bist du zufrieden? Perfekt. Aber wir haben nur keine Leistung. Ja, das ist ja aber jetzt. Aber der schaltet. Weniger. Schlimm. Ach, guck mal, jetzt wieder nicht. Jetzt ganz leicht wieder nicht. Okay. Jetzt schaltet er wieder. Jetzt wieder nicht, jetzt schaltet er wieder. Es ruckelt so langsam. Merkst du das? Ja, ja. Also, ich sagte, mit Getriebespielung kriegen wir das hin. Hoffe ich mal. Ihr habt auf jeden Fall eine ganz simple Vorgehensweise bei Tempo. Das finde ich geil. So, einfach wechseln. Normal. Und dann, wegen dem Finger nichts dran. Genau. Hier zum Beispiel sagt er, wie viel Öl sollen wir jetzt einfach durchspüren. Das wäre jetzt einfach super, ganz schnell. Machen wir aber so jetzt nicht. Wir gehen jetzt auf Smart. Wir gehen auf Mercedes. Dann können wir unseren. Wir nehmen den. Und jetzt, das Geile ist, er zeigt dir jetzt sofort die Möglichkeiten, wo man das rausholen kann. A oder B. Die Leitung zum Kühler genommen. Ach so, kann man das selber gucken, ja, welches man nimmt. Genau. Und jetzt müssen wir gleich einmal starten und gucken, ob alles dicht ist. Du siehst ja, ne? Guck mal, Altöl.
Was ist das jetzt gerade? Schwarz. Das ist das Neue? Das ist das Neue. Obwohl wir da 5 Liter reingemacht haben. Wahnsinn, ne? Da. Und jetzt genug drin. Und da siehst du schon, Ablassvorgang. Nun wird hinzugefügt, das wird abgezogen. Und so sieht das Ganze aus, Alter. Guck mal, echt schwarz. Und hier siehst du auch schön, dass er runterzieht. Und Altöl hier, komm. Guck, und der fügt gerade dieses ganze schmutzige Fläche auf. Schon langsam rötlicher. Also, die 4 Liter haben gar nichts gemacht, Eidos. Ne, machen wir direkt nochmal 4. Direkt nochmal. Muss ich jetzt nochmal nachkippen? 4 Liter auch nicht aus. Da muss doch jede Menge gespült werden, Alter. Nicht jetzt? Aber ich will ihn genauso heller, wenn es möglich ist. Und mal schauen, wie viel Liter wir drauf kriegen. Also Spülung sagt man immer 10 bis 15 Liter. Echt? Ja. So sieht unser Öl jetzt aus. Wow, genauso hell wie vorhin die Sache. Ja, hier haben wir alles abgesaugt. Wir haben fast 15 Liter einmal durchgespült hier. Heidosch, guck dir das an. Das ist unser Öl, den wir einmal durchgespült haben und den haben wir ganz leicht da gemacht. Das ist okay. Gut. Boah, ist krass. Also der schaltet jetzt auf jeden Fall viel, viel besser. Da kommt keine 2000 Drehung, Heidosch. Schaltet der sofort schon. Das ist schon Wahnsinn. Also das Auto will uns ärgern. Jetzt sagt er wieder Kennzeichen, leuchte links. Obwohl er funktioniert, LED drin. Also ist ein Unterschied zu vorher. Safe. Besser als vorhin sogar. Ich bin aufgeregt, ganz ehrlich. So. Jetzt bin ich mal gespannt. So, Berg hoch. Super. Ja. Wir beschleunigen gleich auch langsam, okay? Okay. Nicht schnell. 2000 Umdrehung, wir sind bei knapp 70. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Ah, wieder nicht. Eidosch. Ja. Aber guck mal, wenn ich jetzt Kickdown mache, ne, macht er wieder nicht. Nee, der kommt nicht, ne? Nee, aber gerade, guck mal, jetzt macht er wieder. Ja. Jetzt, als wäre nix. Wir sind jetzt bei 100. Ich mache mal S. Jetzt gehe ich mal einmal Kickdown. Geht nichts. Macht er nicht. Ne? Macht er nicht. Immer noch nicht? Nee. Ganz langsam. Jetzt kommt er. Ja, jetzt wieder nicht. Also nicht, dass jetzt, ich sag mal, Luftmassenmesser oder Turbo was hat. Wenn wir langsam beschleunigen, guck mal, Berg runter. Ne, nimmt auch nicht. Kickdown geht nicht. Also ist das nicht eigentlich das Problem gewesen, ne? Ja. Wir haben auch keine Fehlermeldung oder so, das ist komisch. Jetzt nimmt er wieder Gas an, als wäre nichts. Als wäre nichts. Es ist doch nicht das Getriebe. Kann das echt Luftmassenmesser sein? Muss nicht. Oh nein, ey.
Massenmesser müssen wir reinmachen, Heilusch. Okay. Und dann müssen wir nochmal schauen. Turbo könnte auch sein? Turbo könnte auch sein. Oh mein. Das wär's jetzt, ne? Ja. Dann haben wir ja mal alles. Und danach kommt bestimmt noch ein Motorschaden. Neuwagen, ey. Weißt du? Egal, komm, wir fahren jetzt einmal in die Werkstatt und dann lesen wir den mal aus. Mal gucken, vielleicht sagt er uns ja eine Fehlermeldung, was geil wäre natürlich. Ja, also ist nicht besser geworden. Wir hatten einen Fehler im Getriebesystem gehabt, das war CAN-Bus, irgendwas. Ob es daran liegt, das ist ganz, ganz komisch. Mal macht er das, mal nicht, dass wir vielleicht nochmal diese Elektronik rausbauen und vielleicht so ein, ja, vielleicht diese Magnetventile erneuern. Vielleicht muss er komplett auseinandergebaut werden und gereinigt werden, ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht aus, leider, Leute. Aber schreibt mal bitte in die Kommentare, ich bin ratlos. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr liked. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Kraftstück. Bis dann, ciao. Jetzt will ich aber.